Topfgucker TV empfiehlt. Heute sind wir an einem Ort, wo der Name um dieser Jahreszeit Programm ist. Wir sind auf dem Fliederhof Syring. Das ist in Stücken ein Ortsteil von Michendorf südlich von Berlin. Juliane Syring steht neben mir. Sie ist die Inhaberin und Betreiberin von Syring. Was erwartet denn den Gast, wenn er zu Ihnen kommt? Ja, unser Fliederhof, den gibt es jetzt hier schon seit 12 Jahren. Auf unserem Hof bieten wir vornehmlich regionale Küche an. Wir haben ein kleines Restaurant mit Kaffee. Wir backen unsere Kuchen natürlich selbst. Wir haben 3 kleine hübsche Pensionszimmer und wir machen zunehmend mehr Veranstaltungen in Richtung Hochzeiten, Geburtstage, Feierlichkeiten, alles, was das Herz begehrt sozusagen. Also der Name des Fliederhofes resultiert daraus, dass unser Name Syring vom botanischen Namen abhängt. Syringer ist der Flieder und danach haben wir recht viel Flieder angepflanzt. Das ist ja wie eine Fügung. Das kann man so sagen. Die Idee hatte meine Schwester. Wir haben damals natürlich, wie das so ist, bevor wir hier aufgemacht haben, überlegt, wie könnte das Ganze hier heißen. Und mittlerweile ist es jetzt der Fliederhof, ja, seit 12 Jahren. Frau Syring, das, was mir aufgefallen ist, ist, es wirkt alles sehr naturverbunden und natürlich auch für Kinder einladend. Auch wir, auch aus der eigenen Erfahrung, haben auch 2 kleine Kinder und wir genießen es selbst, in Gaststätten zu sein, wo man einfach gut essen kann und ein bisschen die Seele baumeln lassen kann und die Kinder haben auch ein bisschen was zum Spielen und so ist es hier definitiv für die Kinder. Sie haben hier ein tolles Umland, viele Möglichkeiten für Aktivitäten. Ja, das ist richtig. Also an unserer Strecke liegt der 66-Seen-Rundweg. Wir haben sehr viele Fahrradfahrer, die hier durchkommen und auch bei uns anhalten, auf eine Tasse Kaffee oder auf ein Stückchen Kuchen. Und außerdem ist es natürlich prädestiniert hier zum Baden gehen, mit dem Boot fahren. Also hier gibt es unzählige Seen bei uns in der Umgebung. Wenn Topfgucker TV zu Gast ist und einen Gastgeber empfiehlt, gibt es natürlich auch immer etwas Kulinarisches. Wollen Sie uns verraten, was wir heute von Ihnen als kulinarische Empfehlung bekommen? Ah, ich glaube, da gehen wir einfach in die Küche und unser Küchenchef hat sicherlich schon was vorbereitet. Okay, dann halten wir es spannend und bleiben neugierig. Wir sehen uns in der Küche zu einer Rezeptempfehlung hier vom Fliederhof Syring. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.